CJ Stretch trägt für die Löwen heute den goldenen Helm und McLeod mit dem ersten Tor des Abends. Schön aufgelegt von CJ Stretch und dann ist Wade McLeod mit seinem sechsten Saisontor zur Stelle. Genau in den Winkel oben. Über die Fanghand von Stefan Weiß. Die bringen die Schüsse gut aufs Tor. Noch vorbei. Und da ist ganz viel Platz für die Gäste und der Ausgleich durch Oppolzer, der da mustergültig die Scheibe bekommt, völlig übersehen wird von der Löwenverteidigung. Und Daniel Oppolzer macht den Ausgleich. Erstes Saisontor. Und die Gäste mit der Führung. Eiskalt, ihre Laxonen wird da im Slot bedient. Ja, wo kam der denn her? Dalton Jock geht da hinter Schmiedle her und dann stehen da 1, 2, 3 Löwen und gucken zu. Keine Chance. Kein Icing. Ja, im Nachstochern macht Christoph Kiefersauer das 3:1. Ja, ne? Schaut die Abwehr wieder zu. Erik Stefan auf der falschen Seite. Hat er sich austanzen lassen. 1-2 und im Nachsetzen macht Simon Schütz wird hier eingeblendet. Ja, da kriegt er ja auf die Rückhand. Also das sieht in der Powerplay aus, ist es aber nicht. Und die Löwen mit dem Anschluss. Was für ein Tor. Pistilli feuert die Scheibe genau ins Eck. Und es steht nur noch 2:3. Boom, und da ist die Scheibe in den Marschen. Das fünfte Saisontor für Matt Pistilli. Die Morgan Ketterer. Schläger von Ketterer zerbricht. Und da ist Stefan Sieger mit dem Ausgleich. Er hat gepasst und es steht 3:3. Und CJ Stretch hat er Platz. CJ Stretch!
4:3 für die Löwen. Und was für ein Treffer. Das ging rasant schnell. Und CJ Stretch mit. Und da ist der Ausgleich. Kurz vor dem Ende klingelt es da. Ich glaube, Sebastian Osterloh war es von der blauen Linie. Zumindest kam der Schuss von dort. Ob da noch jemand dran war. Große Diskussion noch von Seiten der Löwen. Und die Schiedsrichter ziehen sich zur Beratung zurück. Jetzt habe ich die Wiederholung verpasst. Aber es sieht alles so aus, als würde das Tor zählen. Und damit steht es 4:4. Vielleicht reicht noch für einen Angriff, für einen Löwenangriff, aber da kommt der Pass auf diese Gang nicht an. Noch 15 Sekunden. Gibt es hier 3 Punkte oder den Nachschlag? Pistilli, Pistilli! Da gibt es den Pfiff und den Penalty. 5 Sekunden vor der dritten Sirene. Ja, welch Dramatik. Matt Pistilli oder Stefan Weiß. Und es ist Stefan Weiß, der die Scheibe abwehrt. Warten, was Pistilli vorhat. Nun gut, gute Möglichkeit wäre das gewesen, dieses Spiel doch noch vor der Schlusssirene zu entscheiden. Aber nochmal Bulli vor dem Gehäuse der Gäste und damit geht es in eine Verlängerung, ja. Für Löwen am Bulli-Punkt. Erik Stefan und Mike Hart in der Verteidigung. Scheibe rutscht raus. Und Caribara verliert die Scheibe. Und Patrick Gerrard in Unterzahl. Die Löwen Frankfurt gewinnen gegen den ESV Kaufbeuren mit 5:4 nach Verlängerung. Was für ein Spektakel. Was für verrückte Minuten hier in Frankfurt. Caravara haut da irgendwie über die Scheibe und Jared sucht sich die richtige Ecke aus. Über die Stockhand.